Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht ums Ingenieurstudium im ersten Semester. Speziell, ich selbst studiere jetzt im ersten Semester Engineering Science im Bachelor of Science an der Universität Bayreuth und will heute in diesem Video euch darüber berichten. Zu meiner Vorbildung, ich bin Realschüler, habe eine Ausbildung gemacht in einem Industriebetrieb zum Mechatroniker, habe über die berufliche Oberschule mein allgemeines Abitur nachgeholt und bin schlussendlich an der Uni Bayreuth gelandet zum Ingenieurstudium. Worum geht's hier? Ich werde kurz erläutern, was die Fächer sind. Ich werde etwas zum Zeitmanagement sagen. Außerdem, wie ich mich so ans Zeitmanagement selbst gehalten habe. Und dann gibt's noch ein paar Tipps und ein paar Funfacts. Viel Spaß! So, noch ein kurzer Einschub. Ich habe noch gar nicht erwähnt, was Engineering Science ist. Ich meine, wie der Name schon sagt, handelt es sich um Ingenieurwissenschaften. Aber prinzipiell ist der Bachelor so aufgebaut, man hat ein Maschinenbau-Grundstudium. Maschinenbau sollte denen das interessiert, bekannt sein. Außerdem hat man schon einiges an Elektrotechnik, aber auch so die Basics in Biologie und Chemie. Und man kann dann im Bachelor, ich denke, im vierten Semester auswählen, welchen Schwerpunkt man nimmt. Es gibt drei Schwerpunkte. Das erste ist biochemische Verfahrenstechnik oder Biologie und chemische Verfahrenstechnik. Das zweite ist Energietechnik, also die Elektrotechnik-Richtung. Und das dritte ist Mechatronik und Automotive oder Automotive und Mechatronik. Welches im Endeffekt ein Mechatronikstudium ist, meiner Ansicht nach, mit Bezug zur Automobilindustrie, sprich Motoren, Getriebe, Antriebssysteme, Automatisierungssysteme und so weiter. Den Studiengang gab es zumindest Stand September meines Wissens nach nur in Bayreuth und München. Und ich habe mich eigentlich nur für Bayreuth entschieden, weil ich schon einigermaßen in der Nähe wohne und München keine Option ist. Ja, so viel zu Engineering Science. Jetzt geht es erstmal um die Fächer. Was hat man als Ingenieur, angehender Ingenieur im ersten Semester? Ja, hier ist der Stundenplan. Er ist ziemlich voll gewesen. Was hatte man? Wir haben Biologie, Chemie. Unterm Strich ist es das, was man auch vielleicht schon im Gymnasium in der Oberstufe hatte. Und ein Ticken mehr. Die Problematik ist aber eher, dass man so 2 Jahre jetzt in dieses Semester quetscht, das Wichtigste, was man für Studium braucht. Und das ist halt schon eine Menge Holz. Weiterhin hatten wir Produktionstechnik oder Einführung in die Produktionstechnik. Worum ging es da? Naja, es ging um Fertigungsverfahren, Logistikverfahren, Entwicklung in der Industrie, es ging um Energiemanagement. Auch additive Fertigung, zum Beispiel 3D-Druck, Flugzeugbau, Leichtbau, Automobilbau und so weiter und so fort. Also es war ein Fach, es ging nicht konkret in die Tiefe. Es ging eher darum, dass man alles mal gehört hat und auch was mit den meisten Begriffen anfangen kann. Also mehr so ein Fach, das einen hilft, in den Ingenieurberuf reinzufinden. Dann hatten wir noch 3 große Fächer, also die ersten 3 Biochemie, Produktionstechnik waren relativ klein, die hatten 4 Leistungspunkte, hatten 2 Stunden Vorlesung, 1 Stunde Übung die Woche. Und da hatten wir die 3 großen. Mathe, technische Mechanik, Konstruktionslehre. Diese 3 Fächer haben eigentlich die meiste Zeit im ganzen Semester eingenommen. In meiner Zeit speziell Mathe. Da hatte man 4 Stunden Vorlesung und 2 Stunden Übung die Woche. Und eine wöchentliche Übungsabgabe, die nicht verpflichtend war bei uns. Trotzdem war es empfehlenswert, sie zu machen,
Und worum geht's da? Also die ersten 2 Wochen wird der Stoff von der gymnasialen Oberstufe bzw. vom Abitur, Fachabitur wiederholt. Danach geht es erstmal mit mathematischen Beweisen weiter. Man darf keinen Taschenrechner verwenden, also das erhöht den Schwierigkeitsgrad enorm. Aber im Wesentlichen muss man einfach fit sein mit Gleichungssystemen erster, zweiter, dritter, vierter Ordnung. Matrizenrechnung war sehr viel Thema. Dann später ging es auch um Quadriken, also wem das nicht sagt, kann man nachschauen, lernt man, muss man lernen. Und zum Schluss Differentialgleichungen. In der Regel zweiter Ordnung, so wie man sie dann in den folgenden Semestern brauchen wird. Die Prüfung ist allerdings erst, genau wie bei Mechanik, Konstruktionslehre, Mathe, also bei allen drei Fächern ist sie erst im Sommersemester. Sprich, man hat eigentlich nur 3 Prüfungen, Produktionstechnik, Bio und Chemie. Und ja, technische Mechanik handelte dieses Semester eigentlich um Statik. Man hat quasi erstmal Balkenelemente mit gewissen Massen genommen oder auch Masselose, die auf festen und losen Lagern gelagert sind. Wer Technologie hatte, dem sagt das schon was. Und dafür gab es auch ziemlich viele lustige Berechnungen. Das Schwierige ist eigentlich der mathematische Teil der ganzen Geschichte, aber davon nehme ich jetzt nichts vorweg. Und dann noch mit, ein sehr interessantes Fach war Konstruktionslehre UCAD, der dritte große Brocken. Und dabei ging es im Endeffekt um Schrauben, Muttern, Getriebe. Es war ziemlich viel fürs erste Semester. Die Prüfung ist erst im zweiten und während des zweiten Semesters wird dann eben der CAD-Teil mehr gepflegt. Auch Festigkeitsberechnungen am PC werden dann durchgeführt, was bisher immer nur händisch durchgeführt wurde. Ja, also ziemlich interessant, aber über die Prüfung kann man erst was im zweiten Semester sagen. So. Dann gab es bei mir noch eine Ausnahme. Und zwar muss man im zweiten und dritten Semester ein Wahlfach belegen. Es muss 4 Leistungspunkte entsprechen und ich habe auf Empfehlung einer Bekannten Einführung in die Volkswirtschaftslehre gewählt. Das ist im Endeffekt, ich weiß nicht, viele hatten vielleicht schon mal Volkswirtschaftslehre in der Schule oder BWR in der Schule, BWL. Es befasst sich im Endeffekt mit der gesamten Volkswirtschaft und nicht mit Betrieben. Und ich persönlich fand es sehr interessant. Ich habe auch mich dafür mit entschieden, weil es die Wirtschaftsingenieure haben. Und ich denke doch, etwas Ahnung von Wirtschaft sollte man auch als Ingenieur haben. Und ja, die Prüfung ist gelaufen. Ich bin zufrieden, dass ich es genommen habe. Thema Zeitmanagement. Generell kann man sagen, man muss sich seinen Stundenplan selbst erstellen. Den habe ich schon kurz ins Video gehalten vorhin. Ich hatte prinzipiell 24 Semesterwochenstunden plus 4 Semesterwochenstunden Volkswirtschaftslehre, was ich vorgezogen habe aus späteren Semestern. Und mit den Tutorien, die ich besucht habe, bin ich dann auf 30 Semesterwochenstunden gekommen. Das ist eine Menge zu tun. Und was man dann auch ganz schnell merkt, es gibt Übungen, die werden veranstaltet von Hilfskräften. Und dann gibt es Übungsaufgaben, die soll man schon vor der Übung beendet haben oder bearbeitet haben. Problematik ist, wenn man einen so vollen Stundenplan hat, ist man meistens gegen 17, 18 Uhr daheim. Und folglich habe ich es persönlich nicht geschafft, all diese Übungen abzuarbeiten. Ich habe mir vorgenommen, konstant Mathe zu machen. Ingenieurmathematik 1, denn ich habe das Gefühl, wenn man da nicht am Ball bleibt, hat man es im zweiten Semester sehr, sehr schwer, die Prüfung zu schaffen. Also habe ich konstant bis auf 2 Übungen jede rechtzeitig abgegeben und alle bis auf eine tatsächlich auch gemacht. Die Übungen habe ich alle natürlich dann besucht zur Verbesserung, aber es geht jetzt rein ums Vorbereiten. Technische Mechanik habe ich in der Regel reingeschaut, die ersten Übungen gemacht. Ich hatte auch anfangs den Wunsch, alle Übungen vorzubereiten, aber man schafft es einfach nicht. Also ich schaff's nicht, ich glaube auch nicht, dass es andere geschafft haben, alles rechtzeitig vorzubereiten. Aber gut, das ist vielleicht nur meine Meinung. Unterm Strich ist es im Endeffekt wichtig gewesen dann, dass die Unterlagen zum Ende des Semesters vollständig sind und dass man sich vernetzt mit Leuten. Außerdem habe ich versucht, die Vorlesungen anfangs nachzubereiten.
Unterm Strich habe ich aber festgestellt, ich habe mir einfach nur Notizen gemacht, am effizientesten zu der Vorlesung, die ich dann zum Lernen auf die Klausur verwendet habe. Klar sind Nachbereitungen besser, aber wenn man die Zeit nicht hat, wann soll man sie denn machen? So, nun noch kurz zum Lernen bzw. zur Klausurvorbereitung. Ich habe bisher Volkswirtschaftslehre und Produktionstechnik geschrieben. Ich habe unterm Semester angefangen, alles nachzubereiten, alles nachzuarbeiten, sodass ich dann zu Beginn der Semesterferien, ich hatte jetzt eine Woche Zeit dann, Zusammenfassungen zu schreiben. Das ist nicht die effizienteste Form, aber für mich die, ich glaube, beste Form zum Lernen. Und dann war noch die letzte Woche CAD-Kurs vor den Prüfungen, weshalb man da eigentlich nur abends die Karteikarten oder halt die Zusammenfassung lernen konnte. Ja, und im Endeffekt wurde schon vorher Stoff eingegrenzt, kennt man vielleicht aus der Schule auch. Und ich habe eigentlich nur das Eingegrenzte gelernt und glaube auch, dass die Prüfungen ziemlich gut gelaufen sind. So viel dazu. Noch ein kleiner Hinweis zu Mathe. Wenn man in Mathe nicht mitkommt, hilft YouTube ungemein. Da gibt es ganz viele YouTuber in Mathe, Mathe-YouTuber, die erklären das echt gut und es hilft unglaublich beim Verständnis. Also keine Sorge, wenn man was nicht versteht. Man braucht meines Erachtens nach keine Nachhilfe. Einfach mal selbst im Internet schauen, da findet man in der Regel Erklärungen. So, Tipps zum Abschluss. Cool, wenn ihr noch dabei seid. Jetzt kommen nur noch ein paar kleine Tipps dazu. Und zwar wichtig, findet Freunde. Es ist nicht so wie in der Schule, dass man Anwesenheitspflicht hat. Das heißt, wenn man krank ist, muss man sich nicht entschuldigen und sowas. Und dann braucht man einfach auch Leute, die einem die Unterlagen geben können, wenn man krank ist. Außerdem habe ich ungefähr 10 Stunden am Tag in der Uni verbracht. Und da ist es unglaublich cool, wenn man einfach Leute hat, mit denen man sich versteht, mit denen man zusammen essen geht, mit denen man zusammen einfach mal über die ganze Arbeit ablästern kann. Also Freunde finden ist eigentlich das Allerwichtigste im Studium. Außerdem ist ein gewisses Ordnungssystem wichtig gewesen. Ich habe auf jedes Blatt geschrieben, welches Fach, Vorlesung oder Übung, Datum und wenn wir mehrere Blätter in einem Fach gehabt haben, zum Beispiel haben wir manchmal 6 Seiten technische Mechanikübung gehabt, da wurde halt jedes Blatt nochmal mit einer 1, 2, 3, 4, 5, 6 versehen, damit man einfach beim Lernen dann den Durchblick hat. Also Durchblick ist alles. Schreibt euch auf, welches Fach, Übung, Vorlesung oder sonst irgendwas und das Datum hilft ungemein bei der Vorbereitung. So, und wenn man sich jetzt anschaut, dass man ja Mathematik, technische Mechanik und Konstruktionslehre CAD erst im zweiten Semester schreibt, und sich dann die Prüfungen anschaut, sind das riesige Klopper. Ich kann auch nicht sagen, ob ich erfolgreich sein werde, aber was ziemlich sicher hilft, ich versuche einfach jede Woche was in diesen Fächern zu schaffen, sei es eine alte Aufgabe zu rechnen, sei es in Mathe jede aktuelle Aufgabe zu rechnen, in Konstruktionslehre alles nachzurechnen, was in der Übung gemacht wurde. Da ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man am Ball bleibt. Am Ball bleiben ist alles. Und so schafft man es dann auch, dass man in der Prüfung nicht durchdreht und das dann auch bestehen kann. Und zuletzt noch, schaut mal in der Fachschaft vorbei. Bei uns gibt es eine Fachschaft von den Ingenieurwissenschaften. Das sind Studenten, die sich da auch einfach engagieren und einbringen. Und da gibt es dann sowas wie Altklausuren, Tipps oder einfach auch Getränke oder sowas. Also einfach vorbeischauen. Und zum Abschluss noch, wichtig ist einfach Ohren steif halten und durchziehen. Ingenieur wirst du nicht unbedingt, weil du der Cleverste bist, sondern weil du einfach fleißig bist und dein Zeug machst. So, das war's jetzt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Ciao!